jetzt sehr früh geht und gibt viele andere freiwillige Taten. Und im Monat drei Tage jeden Monat zu fasten. فالنبي صلى الله عليه وسلم der Gesandte صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة hat zu Abu Huraira gesagt أوصاني خليلي بثلاث Abu Huraira hat gesagt dass der Gesandte صلى الله عليه وسلم hat für ihm drei Sachen empfohlen ومنها قال und hat gesagt von dem ist أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر dass ich soll drei Tage jeden Monat fasten وفي السنة und im Jahr Tätigkeiten قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة Zum Beispiel das Hajj Mabrur angenommen Hajj, was ist die Belohnung? Das Paradies. وقال العمرة إلى العمرة. Und eine Umrah bis zum nächsten Umrah. كفارة لما بينهما. Was dazwischen ist, ist eine Buße für die Sünden. ورمضان إلى رمضان. Und Ramadan bis zum nächsten Ramadan. كفارة لما بينهما. Ist auch eine Buße, was dazwischen passiert ist. فرمضان من أعمال. Deswegen zählt Monat Ramadan. التي لا تكون إلا في السنة مرة. Passiert einmal im Jahr, was man machen soll. والعمر. Das heißt, und Taten im Leben, أمر النبي صلى الله عليه وسلم, was er uns befohlen hat, der Gesandte صلى الله عليه وسلم, بحجة الإسلام, wie zum Beispiel das erste Hajj. وقد سأله رجل قال يا رسول الله, und derjenige hat ihm gefragt, O Gesandte Allahs, أفي كل عام من الحج, soll ich jedes Jahr Hajj machen? قال لا, nein. قال لا, nein. ولو قلت, hätte ich gesagt, لوجبت. Ja. So wäre das eine Pflicht gewesen für euch alle. ولم استطعتم. Und ihr könnt das gar nicht erfüllen, dass ihr jedes Jahr zum Hajj kommt. إذن أنت كطالب علم als jemand, der das Wissen erlangen möchte, لابد أن تبحث عن هذه الأمور التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. Deshalb musst du diese Sachen forschen, was Prophet صلى الله عليه وسلم uns empfohlen hat. الصلاة كل يصلي. Jeder betet Gebet. لكن من يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. Aber wer betet so wie der Gesandte gebetet hat. فلا بد أن تتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. Deswegen musst du lernen, wie der Gesandte صلى الله عليه وسلم gebetet hat. من التكبير إلى التسليم. Sei es von Anfang bis Ende. إذن نحن بحاجة. Deshalb, liebe Brüder, wir brauchen, لأن ننظم أوقاتنا. Dass wir unsere Zeiten organisieren. ولن تصل للنجاح. Und du kannst niemals zum Erfolg kommen. حتى تنظم وقتك. Solange du nicht deine Zeit organisiert hast. Und der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagt, in einem sehr, sehr langen Hadith, dass wahrlich dein Körper oder dein Nefs, deine Seele hat über dich Recht und deine Familie hat über dich Recht und dein Herr hat über dich Recht. Und bis er dann gesagt hat, und gebe jedem Rechtbesitzer seinem Recht. إذا أردنا أن نغير في حياتنا أيها الأخوة. Das heißt, wenn wir wollen etwas in unserem Leben verändern, liebe Geschwister, لابد أن نحقق خمسة شروط. Müssen wir fünf Bedingungen erfüllen. واسمحوا لي لضيق الوقت سوف أقولها سردا. Und ich werde das ganz schnell aufzählen, weil unsere Zeit ist nicht genügend mehr. ولأنها واضحة. Und es ist auch deutlich. Braucht man nicht viel darüber zu reden. فإذا أردت. Und wenn du etwas tun willst. أن تثبت في نفسك أمر إيجابي. Wenn du willst, bei dir dich selber zu beweisen, eine Sache, was dir Erfolg vorteilhaft bringt, zu beweisen. أو أن تتخلص من عادة سلبية. Oder du willst eine schlechte Gewohnheit aufhören. فعليك أن تحقق هذه الشروط الخمسة. Du musst diese fünf Bedingungen erfüllen. الرغبة. Erst, du musst das Wunsch haben. يكون عندك رغبة جامحة. Und diese muss eine vollständige Wunsch sein. أنك تتغير. Dass du willst diese Änderung haben, dieser Wunsch muss da sein. ومعرفة. Und zweitens dann das Wissen dazu haben. نضرب مثل لصلاة الفجر. Zum Beispiel Fajr-Gebet, Morgensgebet. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. Derjenige, der das Fajr-Gebet in der Gemeinschaft betet, ist im Schutz Allahs, bis er nächste Nacht wird. وهي من أثقل الصلوات على المنافقين. Und das ist das schwierigste Gebet für die Heuchler. بل إنني وجدت في بعض البلاد الإسلامية. Ich habe sogar gefunden in einigen islamischen Ländern. بل والعربية. Arabischen Ländern auch. أن المساجد. Das Moscheen. كثير منها مغلقة لصلاة الفجر. Viele Moscheen sind abgeschlossen in Fajr Gebet. وكأن الفرائض أربعة فقط. Als ob Pflichtgebete vier sind und nicht fünf. ففي يوم من الأيام.
Und eines Tages خرجت من الفندق bin ich vom Hotel rausgegangen ومررت على ثلاثة وأربعة مساجد التي ich كنا نصلي فيها. Ich bin drei, vier Moscheen gegangen, die ich immer am Tage gebetet hatte. التي صلينا فيها الفروض الأربعة. Am Tag haben wir immer diese vier andere Pflichten gebetet. فوالله وجدتها مغلقة. Aber bei Allah, ich habe die Moscheen im Morgensgebet, diese Moscheen geschlossen gefunden. فعجبا. Und das war sehr, sehr traurig. لمن يستهين بأمر الله. Dass jemand Allahs Befehl so komisch annimmt und nicht ernst daran geht. ويرجو التوفيق من الله. Deshalb bitte ich Allah عز وجل Erfolg dafür. وهو بدأ اليوم deswegen بمعصيته لله. Deswegen er beginnt seinen Tag mit der Sünde, indem er das Morgensgebet weggelassen hat. فإذا أردت أن تحافظ على صلاة الفجر جماعة und wenn du möchtest das Gemeinschaftsgebet in der Moschee zu beten, لابد أن يكون عندك رغبة. Erstens muss der Wunsch da sein. ولا تلتفت لمداخل الشيطان. Und ignoriere den Satan, der in dir läuft. وقد يكون في مثل بلادكم هذه. Und es kann sein, wie in diesem Land. فيها صعوبة. Das schwer ist, Fajr-Gebet zu beten. لبعد البيوت عن المساجد. Weil die Wohnung ist zu weit von Fajr-Gebet, zu der Moschee. ولكن ما دمت تجاهد نفسك للصلوات aber wenn du so lange du mit dir selber mit deinem inneren Trieb kämpfst für das Morgensgebet فجاهد نفسك قدر المستطاع لصلاة الفجر und versuch und zu kämpfen mit deinem inneren Trieb wegen Morgensgebet ولا تقل und sage nicht إنني لم أنم إلا قليلا ich schlafe nur so wenig وربما أتعب في العمل vielleicht du sagst oh ich bin sehr müde von der Arbeit فعلى مدار التاريخ wir wissen in der Geschichte, in der ganzen Geschichte ist es so passiert. لم يمت أحد بسبب قلة النوم. Keiner ist gestorben wegen wenig Schlaf. فليس علينا إلا أن نعبد الله. Wir haben nur die Aufgabe, Allah عز وجل anzubeten. وأن نتقرب إلى الله. Und wir sollen Allah عز وجل nähern. بهذه العبادة العظيمة. Mit diesen großen, gewaltigen Anbetungen, wie das Morgensgebet. إذن أنا عندي رغبة. Das heißt, ich habe das Wunsch, أن أصلي الفجر مع الجماعة. Dass ich das Gebet Fajr in der Moschee mit der Gemeinschaft bete. فلا بد أن يكون عندي معرفة كيف أستيقظ لصلاة الفجر. Aber ich muss da das zweite Schritt machen, das Wissen haben. Wie man aufsteht morgens zum Beispiel, wie stehe ich auf zum Morgensgebet. وضع المنبه. Ich tue einen Wecker. والهم الذي أحمله في قلبي. Und ich habe eine Absicht im Herzen, eine Sorge im Herzen. فإذا كان عندك رغبة ومعرفة. Und du hast das Wunsch und das Sorge, kommt das dritte jetzt. لا بد أن تطبق. Musst du das jetzt, das praktizieren, ausführen. ابدأ قل اليوم. Sag ab jetzt, ich fange an. لا تقول الأسبوع القادم. Sag nicht nächste Woche, ab nächste Woche. الشهر القادم. Oder nächsten Monat. في الإجازة. Oder im Ferien. فإن التسويف من مداخل الشيطان. Denn du sollst wissen, diese Verspätungen immer ist von Satans inneren Trieben, der dich versucht, zu falschen Weg zu bringen. وأنا أضرب المثل في صلاة الفجر مثال und ich habe euch nur Beispiel gegeben Morgensgebet وإلا قس عليها كثيرا es gibt viele andere kannst du vergleichen andere Taten فإذا كان عندك معرفة لابد أن تطبق und das heißt wenn du das Wissen hast sollst du das jetzt praktizieren والآن ولا تسوف und das heißt du sollst nicht mehr faul bleiben und oder andere Argumente bringen فإذا طبقت und wenn du es praktizierst فعلم أنك بحاجة أن تغير نفسك من الداخل das heißt musst du jetzt wissen wenn du das zum Umsetzen bringst, dass du brauchst jetzt deine Innere zu verändern. Du musst jetzt noch die Absicht haben, deine Innere zu verändern. إن الله لا يغير ما بقوم. Und das ist das vierte Punkt. Und Allah sagt in seinem edlen Koran, dass er wird ein Volk nicht ändern, حتى يغير ما بأنفسهم. Solange das Volk bei sich ihre Innere nicht verändert haben. صحيح أن الصاحب ساحب. Das heißt, es ist richtig. وقل لمن تصاحب أقول لك من أنت. Das heißt, wenn jemand, mit dem er sich befreundet hat, zu sagen, mit wem er befreundet ist. لكن إذا لم يكن عندي قناعة aber wenn du hast keine Überzeugung أني أغير نفسي من الداخل das heißt, wenn du nicht dich selber verändern möchtest und du glaubst daran nicht فلن ينفعني غير ذلك das heißt, keiner kann dir dann noch Nutzen geben, wenn du selber nicht daran glaubst. من النظر لأعمال الغير weil wenn indem du nur die anderen schaust, wie sie die Taten gemacht haben. الخامس العزيمة. Und fünftens die Wille muss da sein noch. فلا بد أن يكون عندنا عزيمة. Das heißt die Wille muss da richtig sein für das du machen willst. إذا كنت ذا رأي. Wenn du jemand bist, der hat Entscheidungskraft.
فكن ذا عزيمة, كن صاحب عزيمة. Und sollst auch gleichzeitig der Person sein, der Wille hat. فمن آفة الآراء, weil viele Leute, die ihre Entscheidungen nicht durchsetzen können, sind, أنت تردد, die zweifelig sind. Leute, die keine, die Entscheidung treffen, aber bei Ausführen dieser Entscheidungen immer Zweifelkeiten haben, besitzen. أغلب الناس يريد أن يغير. Viele Menschen wünschen sich zu ändern. لكنه ليس عنده عزيمة. Er hat keine Wille dazu. أو يريد التغيير المباشر الآن. Oder er will sofort die Veränderung. إنسان شديد الغضب. Und zum Beispiel jemand ist sehr sehr zornig. هل هذا مجرد كسر المفتاح الغضب وينتهي الغضب؟ Schafft er das, indem er einfach das Schlüssel vom Wut bricht und sagt, ich werde nicht mehr zornig sein? لكن لابد. Das heißt, er braucht erstmal من التدريب. Er braucht viel Training والصبر und viel Geduld والمصابرة. Und er braucht auch geduldig sein zu sein. وقد يصل ذاك إلى سنة كاملة. Und braucht vielleicht ein Jahr dazu. حتى يروض نفسه. Bis er gewohnt ist daran. الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. Das heißt, man kann weich werden, indem man die Weisheit hat. Und genauso das Wissen erreicht man, indem man lernt. إذن Deshalb, liebe Geschwister, ما هي الطريقة العملية لجعل رمضان شهر للتغيير؟ Das heißt, was tut dann diesen Monat Ramadan zum Monat der Veränderung? أولاً نخطط لما نريد أن نفعله في رمضان. Erstens, damit wir den Monat der Veränderung machen können, müssen wir ein Ziel setzen für die Veränderung. فرجاء كل واحد يكون معه ورقة. Nimmt jetzt jeder Papier und Stift, was ich diktieren werde. لابد أن يكون كل واحد منا معه ورقة. Weil wir werden jetzt die Ziele auf dem Papier schreiben. ونضع أهدافنا. Wir schreiben jetzt die Ziele. ونتفق أن نطبقها. Und wir vereinen uns jetzt hier, dass wir werden diese Ziele وفي نهاية رمضان auch praktizieren. Und am Ende der Ramadan نجتمع مع بعضنا werden wir zusammenkommen und werden wieder uns dann fragen وننظر هل طبقنا أم لا und werden uns fragen, ob wir diese Ziele, was wir aufgeschrieben haben, praktiziert haben oder nicht. اكتب أهدافي في رمضان. Schreibt jetzt meine Ziele im Ramadan. أهدافي. Schreibt jeder soll schreiben meine Ziele im Monat Ramadan, was ich alles erreichen werde. رقم واحد. Erstens. أن أختم القرآن خمس مرات. Ich werde Koran fünfmal von Anfang bis Ende abschließen. بعد كل صلاة اقرأ جزء واحد. Und wie kann ich das machen, indem ich hinter jedem fünfmaligen Gebet 20 Seiten ein Juz lese. خمسة أجزاء في اليوم. Das heißt, das sind fünf Teile Juz am Tag. وتختم القرآن خمس مرات في شهر رمضان. So hast du im ganzen Monat Ramadan fünfmal Koran abgeschlossen. Sind 30 Teile und hast du in 30 Tagen das abgeschlossen. اليوم 24 ساعة. Heute ist 24 Tage. فهل كثيرا تجعل من ال 24 ساعتان للقرآن؟ Dass du von 24 Stunden zwei Stunden für Koran im Monat Ramadan Zeit gibst. ساعتان فقط. Zwei Stunden nur. و22 Und 22 Stunden hast du noch. ربما لك الحرية أن تفعل فيها. Dort hast du noch Freiheiten, was du machen möchtest. ما تريد. Was du machen, planen möchtest. لأن بعض الناس يشتكي من ضيق الوقت. Es gibt Leute, die beschweren sich immer, mit zu wenig Zeit zu haben. ففي هاتان الساعتان. In diesen zwei Stunden. تقرأ خمسة أجزاء. Du liest fünf Juz. أو أكثر. Oder mehr sogar. الهدف الثاني. Zweiter Ziel. المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد. Du sollst die Pflichtgebete versuchen in der Moschee, in der Gemeinschaft zu beten. قدر الإمكان. Wie viel du kannst. لقول النبي صلى الله عليه وسلم. Weil der Gesandte صلى الله عليه وسلم sagt. من أدرك تكبيرة الإحرام. Derjenige, der das Gebet mit dem ersten Ihram Tekbir. 40 يوما. 40 Tage lang zusammen betet in der Gemeinschaft. كان له براءتان. Das heißt mit dem Eintrittstekbir. Gebet eintreten, so ist er von zwei Dingen befreit worden. Erstens, er ist befreit von der Höllenfeuer und zweitens von der Heuchlerei. Das heißt, das ist eine Bestätigung vom Gesandten sallallahu alaihi wa sallam. Und einer von denen, als das gesagt wurde, أني ولله الحمد حافظت على
صلاة الجماعة وأدرك تكبيرة الإحرام فترة طويلة أشهر يعني. Sagt jemand nach Monaten, wenn ich 40 Tage lang mit dem Imam von Anfang an gebetet habe, ich fühle schon. قال له رجل بطريقة يعني